Hallo YouTube, willkommen zu meinem neuen Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute ist das Fenster auf, denn ich mache ein Harzvideo. Also ich gieße wieder ein paar Stifte. Ich habe jetzt auf etwas Spezielles gewartet und das ist jetzt da und ich möchte euch einfach mitnehmen, weil ich hätte es jetzt so oder so gemacht und ja, ich wollte euch einfach jetzt mitnehmen. Ich habe auch nicht mehr so viel Harz. Also ich brauche unbedingt Neues, aber das ist ganz schön teuer und das ist jetzt gerade nicht so drin. Deswegen kann ich jetzt erstmal nur noch das gießen, bis es leer ist. Ich habe hier ein bisschen ja, Lichtspiel, weil es heute wirklich extrem heiß ist und es hier richtig rein donnert. Und deswegen habe ich die Jalousien unten und ja, am Rand kommt immer was durch. Ich hoffe, es stört jetzt nicht. Ich wollte euch zeigen, was ich so alles neu habe. Also ich habe einmal diese süßen Herzen. Und dann habe ich was gekauft bei Amazon. Und guck mal, wie schön. Diese schönen Perlen. Aber ich weiß nicht, ich möchte heute eher weiß Gold machen als Farbe. Ich weiß nicht, ob dann auch Glitzer dazu kommt. Ich denke eher nicht. Dann haben wir hier nochmal so ja, Goldpapier. Wie heißt das? Blattgold, ne? Blattpapier. hier so eine richtig coolen, süßen Perlen. Da werde ich dann die kleinen nehmen. Dann haben wir hier noch so richtig süße Herzen und Sterne. Davon werde ich wahrscheinlich auch ein paar nehmen. Dann auch noch hier, die sind auch voll cool. So richtig so Neon. Das sind so Flakes. Ich weiß nicht genau. Das sind so, ja, einfach nur so, so eine Form. Ich weiß gerade nicht, wie die Form heißt. Und hier so Muscheln. Und so Steine, auch eine richtig schöne Farbe. Also das Lila hier gefällt mir richtig gut. Und noch so Buchstaben. Und hier so Früchte und sowas. Und auch so Tiere, richtig cool. Das wusste ich gar nicht, dass diese Tiere dabei sind. Ja, dann noch getrocknete Blumen, aber die sind ein bisschen zu groß. Ja, noch so Stecker hier so. Kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Dann so Steampunk-Elemente, die sind leider auch zu groß. Aber vielleicht für was anderes. Und hier auch nochmal so Flakes irgendwie. Auch richtig cool. Dann haben wir ein bisschen Farbe zum Färben vom Harz. Aber da habe ich erstmal noch genug. Ja, dann nochmal so Sterne. Sind das alles Sterne? Nee, das sind gar keine Sterne, das sind Schmetterlinge. Ja, das sind Schmetterlinge. Die passen jetzt auch nicht in das heutige Vorhaben rein. Und nochmal Blumen. Aber die sind auch zu groß. Mal schauen, was ich jetzt davon so verwende. Ja, wie gesagt, ich möchte heute... Ich zeige euch mal die Farben, die ich heute machen will. Also, ich möchte heute weiß. Ich habe vom Weiß gar nicht mehr so viel. Weiß und hier Gold bzw. Kupfer. Ich weiß nicht, Kupfer oder Gold. Nee, nicht Kupfer, Bronze, ne? Bronze ist das. Kupfer ist das hier. Das ist Kupfer.
glaube, ich nehme Gold. Ja, Gold und Weiß. Ich bin heute auch sehr, sehr müde. Also, obwohl ich sehr lang geschlafen habe. Ja, ich hole hier einmal ein paar Herzen raus. Kann sein, dass ich das ein bisschen überspringe, weil ich möchte weiße Herzen haben. So, ich habe jetzt ein paar Herzen dahin gelegt und ich werde auch ein bisschen von diesem Goldpapier nehmen. Werde ich vorher zubereiten, sozusagen. Vorbereiten, weil mit den Handschuhen dann ist das nicht mehr so einfach. So, ich glaube, ich habe erstmal ein bisschen genug. Richard! So, diese Perlen werde ich beim nächsten Mal verwenden. So, dann haben wir noch diese hier. So, jetzt habe ich hier ganz viel in der Farbe. Hier kommen die beiden verschiedenen Farben rein. Und ja, dann habe ich noch mal einmal Clear sozusagen. Ja, hier habe ich meine Milliliteranzahl, dass ich auch genau weiß, wie viel Harz ich da reinmachen muss. Weil ich das ja mischen muss, ne? Also 1:1. Genau. Und hier sind meine ganzen Spitzen. Und ja, ich ziehe kurz Handschuhe an. So, also, wie viel mache ich denn? Ich glaube, 80 Milliliter von jedem. Vielleicht ist das sogar schon zu viel, ich weiß nicht. So, und jetzt muss man das Ganze einmal, ja, ungefähr 3 Minuten rühren, dass sich die beiden Komponenten zusammenrühren. Muss mal schauen, wie viel Farbe ich reinmache, damit man auch ein bisschen die Sachen sieht, die ich da so reinmixe. Da kenne ich mich noch nicht so gut mit aus, obwohl ich schon so viel gegossen habe. Aber so, ja, wie durchsichtig etwas ist und so, das kann ich noch nicht so gut. So. Mein Tuch. So, ich kipp jetzt ein bisschen hier ungefähr rein. Also, ja, die Hälfte. Nee, ein Drittel, ne? Also. So, das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Egal. Du weißt, warum es nicht so gut deckt. Mal schauen. Ich hatte das ganz gut so. Ja, vom Gold habe ich vielleicht ein bisschen zu viel drin. Mal sehen. Obwohl, nee. So.
Dann haben wir jetzt hier die Form. Und ich nehme eine Spitze. Steckt hier vorne rein. Ja, und jetzt kann es auch losgehen schon. Ich ich lege jetzt ein paar Herzen hier rein. Und ein bisschen von dem Blattgold. Und auch so eine Kugel. Mal schauen. Kann sein, dass die ein bisschen zu groß ist generell. Weiß ich nicht. So, jetzt mache ich ein bisschen. Hier kommt, bei dem coolen hier kommt, bei dem Becher hier kommen gleich beide Farben raus, was eigentlich ganz cool ist. Irgendwie kommt von dem Gold mehr raus. Ja, hier sind nochmal die Flakes. Aber jetzt ist das Blattgold an den Flakes dran. Ja, das ist jetzt doof. Guck mal, ist das hier alles dran. Und ich krieg den nicht auf. Thank you.
ich hole jetzt noch mal was anderes. Ich bin gleich wieder da. Hier kommen immer meine Farben rein, wenn ich noch was übrig habe. Dann kommen die immer hier in diese Form rein. So, und das war's jetzt erstmal. Ich melde mich dann bei euch, wenn die ganzen Stifte und die Form hier trocken sind. Also bis gleich, für euch nur ein paar Sekunden. So, es ist ein Tag vergangen und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Stifte rausgekommen sind. Ja, hier sind die beiden, oder nee, drei Cover meiner sozusagen. Aber die schauen wir uns später an. Ich bin jetzt erstmal auf die Stifte voll gespannt. Vor allem auf den hier. Und ich bin gespannt, ob diese Menge quasi perfekt war. Ja, der fühlt sich sehr gut an. Schaut mal. Ist der nicht schön? Oh mein Gott. Und hier ist auch keine Kante. Hier ist noch ein kleines bisschen von dem, was ich eingegossen habe. Ja, so ist er weg. Hier kann man gut anfassen und es ist keine Kante, so wie bei den anderen Stiften, die ich am Anfang gegossen habe. Also richtig schön. Hier mit der Perle. Oh, also der ist schon echt sehr schön. Guck mal. Wow, okay. Okay, also es ist einer der schönsten, die ich bisher gemacht habe. Okay, machen wir mal weiter. Oh ja, der ist auch schön, aber der ist nicht so durchsichtig. Also da ist dann zu viel. Das war, glaube ich, der, den ich am Ende gemacht habe, um das ein bisschen noch. Ja, der ist auch schön von den Farben her, aber halt nicht, da sind auch keine Perlen oder sowas drin. Oh ja, der ist auch schön. Schaut mal. Mit den Herzen und diesen ganz leichten Stern. Ja. Fässt sich auch gut an. Also ich habe das jetzt mittlerweile ganz gut drauf, glaube ich. Mit der Füllmenge auf jeden Fall. Der ist auch schön. Ja, der ist auch schön. Da sieht man auch das Blattgold. Das sieht man den anderen jetzt nicht. Habe ich da überhaupt Blattgold drin? Nee. Dem ersten ist kein Blattgold drin. Guck mal, da ist ein bisschen Blattgold. Es waren nur noch die Reste. Die ersten, die ich gemacht habe, liegen hier. Oh ja, guck mal, richtig schön. Hier Blattgold. Ja, sieht schon schön aus. Also sind schön geworden, muss ich sagen. Dann hier ist sehr viel drin.
Auch sehr schön. Ja, fühlt sich auch gut in der Hand an. Das ist ja auch immer sehr wichtig. So, das hier, auf den bin ich am meisten gespannt. Wow. Okay, der ist richtig schön. Wow, die ersten beiden, also der hier und die hier gefallen mir bisher am besten. Gucken wir mal weiter. Zwei Stück haben wir noch. Oh ja, der ist auch sehr schön. So, und der letzte, was auch gleichzeitig der erste war. Ja, da sieht man noch nicht so viel. Da ist zu viel von der Farbe drin. Also auch interessant zu wissen, ich muss weniger Farbe reinmachen und mehr. Wow, also die beiden sind meine absoluten Favoriten. So, diese vier sind so die schönsten meiner Meinung nach. Richtig schön. Ja, die beiden sind am schönsten. Hier sind jetzt ein bisschen so grüne Partikel reingefallen, weil die noch an der Form dran waren. Guck mal hier so ein bisschen. Ist jetzt nicht so cool, weil es grün ist. Aber richtig schön. Ja, also diese beiden finde ich am besonders schönsten. Und jetzt gucken wir nochmal die Coverminder an. Oh ja. Auch schön. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Die sehen alle ziemlich gleich aus, weil das ja nur noch der Rest war. Ja, also die sehen eigentlich alle identisch aus. Naja, schon Unterschied, ne? Aber jetzt auch nicht so extrem. Ja, meine Lieben, das war's mit meiner kleinen Exkursion in Stifte gießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin noch ab und zu mal mitnehmen, auch wenn wir diese anderen Sachen eingießen. Also ich werde euch beim nächsten Mal auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Stift gegossen habt selbst. Das würde mich interessieren. Und ja, wie ihr die Stifte hier findet, ob ihr einen Favoriten habt. Ja, und ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schaltet auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Und ich freue mich, dass ihr ja, hier dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt euch lieb, bleibt gesund und sage damit bye bye.